Hi Leute und wie immer herzlich willkommen oder auch willkommen zurück hier bei Natürlich Leben zu einem neuen Video. Heute geht es mal wieder um Selfcare und zwar genau genommen um Sommer-Selfcare. Dass Selfcare nicht so ganz unwichtig ist, haben glaube ich inzwischen alle mitbekommen. Einfach weil wir damit einen gewissen Ausgleich zum Alltag schaffen und unsere mentale und körperliche Gesundheit erhalten. Was vielleicht nicht ganz unwichtig ist. Das Ding ist, dass ich irgendwie immer den Eindruck habe, dass Selfcare so ein Winterding ist. Geht euch das genauso? Also, wenn ihr mal so drüber nachdenkt, was man als Selfcare macht, dann denke ich so an ein heißes Bad nehmen, einen schönen warmen Kakao trinken, mich in eine Decke einkuscheln und vielleicht einen Film gucken und Kerzen anzünden. Und das klingt alles jetzt nicht unbedingt nach 40 Grad im Schatten, wenn wir mal ehrlich sind. Dazu kommt, dass man im Sommer einfach viel mehr draußen ist und viel aktiver ist und ganz viele andere Sachen macht und einfach auch mehr Möglichkeiten hat, während man im Winter eben zu Hause sitzt, eh nicht so richtig weiß, was man mit sich anfangen soll. Man ist eh so ein bisschen K.O. und sucht sich was, wo man so ein bisschen runterkommen kann. Und dann frage ich mich, ist Sommer einfach schlicht und einfach keine Selfcare-Jahreszeit? Aber das kann ich ehrlich gesagt nicht ganz hinnehmen, weil Selfcare ist einfach wichtig, sowohl im Sommer als auch im Winter. Und das lasse ich euch einfach nicht durchgehen. Ist nicht so. Auch Sommer ist eine Selfcare-Jahreszeit. Man muss sich halt nur was anderes überlegen. Und das habe ich gemacht. Und deswegen habe ich heute mal so ein paar Ideen für euch, was ihr machen könnt, beziehungsweise was ich so mache, um mir eben was Gutes zu tun, um einen Ausgleich zu schaffen. Und eben, ja, so kleine Me-Time-Momente, so Self-Care-Momente zu haben, um eben, wie gesagt, meine mentale und körperliche Gesundheit zu erhalten, zu steigern. Und die teile ich heute mit euch. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und wenn ihr noch andere kennt, dann schreibt ihr natürlich in die Kommentare. Aber legen wir erstmal los. Viel Spaß dabei und vor allem viel Spaß beim Nachmachen. Starten wir doch gleich mal mit meinem absoluten Favoriten und das ist der klassische Spaziergang. Klingt vielleicht erstmal langweilig, aber Spaziergänge sind einfach mega, um Selfcare zu betreiben. Zum einen, weil du einen Spaziergang einfach jederzeit und überall machen kannst und nichts dafür brauchst, absolut nichts. Du brauchst keine Kenntnisse, du brauchst keine Dinge, kein Zeugs, kein gar nichts. Du brauchst einfach nur dich und kannst jederzeit starten, was, finde ich, eine ziemlich niedrige Einstiegsbarriere ist. Und das macht für mich den Spaziergang zu einem absoluten Renner. Was ein Wortspiel. Egal. Und ich nutze das tatsächlich total gerne, einfach weil Spaziergänge ein mega Stimmungsaufheller auch sind. Also du kannst eben rausgehen und du bist in der Natur, es ist schön, du siehst vielleicht ein Tier, du triffst vielleicht Menschen, die dich anlächeln, du erlebst einfach was, du gehst einfach los und ich weiß auch nicht. Das macht gute Laune. Spazierengehen macht gute Laune. Und das egal, wo man ist. Also man kann ja alles genießen. Klar, es ist super, wenn du einen Wald oder einen Park oder einen Strand in der Nähe hast. Aber wenn nicht, dann ist auch okay. So ein Spaziergang geht einfach überall. Und ich finde das mega schätzenswert. Am besten ist natürlich immer, wenn man ohne Ziel einfach so losstreunert und durch die Gegend schlendert und mal links und rechts guckt und vielleicht auch mal stehen bleibt und sich irgendwas anschaut und das einfach frei genießen kann. Aber Spaziergänge eignen sich auch super, um die so in den Alltag einzubauen. Also so nach dem Motto, der Weg ist das Ziel. Wenn du irgendwo hin musst, dann hast du die Möglichkeit, dir mit einem Spaziergang eben so einen kleinen Self-Care-Moment, so eine kleine Auszeit in deinem Alltag zu schaffen. Und das muss man einfach für sich nutzen, finde ich, damit man zwischendurch auch mal runterkommt. Denn es muss nicht immer sein, dass man sich stundenlang freischäffelt, sondern es tut es manchmal auch, wenn man einfach so 10 Minuten hat, um runterzukommen. Und ich finde, da ist so ein Spaziergang immer ganz gut, weil du kannst ihn auch in der Zeit anpassen. Also du kannst 10 Minuten einmal um den Block gehen, du kannst aber auch 3, 4, 5 Stunden um den See laufen, ja. Und das macht den Spaziergang echt für mich zu einem super Werkzeug in Sachen Selfcare. Und glaubt mir, eure Muskeln, Gelenke und Knochen werden es euch danken. Gerade für alle die unter euch, die im Alltag eben relativ wenig Bewegung haben, also vielleicht beruflich viel sitzen oder so, für die ist das nochmal wichtiger, dann Ausgleich zu schaffen, damit der Körper eben wirklich gut bewegt ist. Gerade die Gelenke, die brauchen das einfach, damit man nicht einrostet. Bewegung ist alles, das schmiert alles richtig schön. Und deswegen spazieren, spazieren, spazieren. Und ich finde halt auch, dass das
im Kopf einfach richtig schön ist. Also Spaziergänge sind so eine Möglichkeit, mal zur Ruhe zu kommen, so ein bisschen bei sich zu sein. Also da ist ja nichts, außer man selbst in der Natur mit vielleicht ein paar Vögeln, die zwitschern. Und man kann einfach mal ein bisschen nachdenken, ein bisschen abschalten, ein bisschen runterkommen. Und ich finde das super schön. Aber ich weiß auch, dass das nicht alle schön finden. Und wenn du auch zu denjenigen gehörst, die das grauenhaft finden, wenn sie zu viel nachdenken müssen und denen dann direkt der Kopf explodiert, oder auch zu denen, die sagen, boah, spazieren gehen ist voll langweilig, dann schnapp dir einen Freund, eine Freundin, Nachbarin, wen auch immer, also irgendwen aus deinem Umfeld, und geh einfach gemeinsam spazieren. Denn ich finde tatsächlich, dass Selfcare nicht unbedingt was ist, was man alleine machen muss. Also man kann sich auch was Gutes tun mit anderen zusammen, und auch einen Spaziergang zu zweit oder zu dritt, wobei man sich nett unterhält und draußen ist und sich bewegt, kann eine super Quality Time sein und kann richtig helfen, einfach mal runterzukommen, sich ein bisschen zu setteln und einfach eine schöne Zeit zu haben. Also wie gesagt, such dir gerne auch Gesellschaft, wenn du das Gefühl hast, alleine mache ich es nicht. Kann ja auch sein, dass du alleine den Hintern nicht hochkriegst und sagst, hey, wer kommt mit, damit ich auch wirklich regelmäßig spazieren gehe, denn es wäre ganz cool, wenn du das jeden Tag machst. Das wäre schön, das würde dein Körper mögen. Aber egal, legen wir weiter los mit der nächsten Sache. Und zwar ist das ein kühles Fußbad. Oh Leute, ich liebe das. Wenn einem im Sommer die Füße glühen, kennt ihr das, wenn die Füße so richtig heiß werden? Und dann ist es einfach richtig cool, sich eine Schüssel, einen Eimer, was auch immer zu nehmen mit kaltem Wasser und einfach mal die Füße reinzustellen. Das kann man auch schön so auf dem Balkon oder auf der Gartenbank machen, rein in so einen Trog, und dann sitzt man da und genießt so den Tag und kühlt einfach ein bisschen runter. Denn wir wissen, wie es ist, aus dem Winter mal wieder, sind die Füße kalt, ist alles kalt. Und ich finde, das funktioniert da eben auch ganz gut. Also wenn man die Füße so ein bisschen runterkühlt, dann kühlt auch der ganze Körper ein bisschen mit ab. Und das ist so entspannend. Oh, probiert es unbedingt mal aus. Es ist so entspannt und erfrischend. Ich liebe das einfach. Und ich finde halt auch, dass es super praktisch ist, wenn man gleich mal die Stinke-Schwitzfüße wäscht. Das ist auch ganz gut. So zwischendurch, gerade im Sommer, fühlt man sich vielleicht auch nicht immer so fresh. Dann ist das ein Win-Win. Und auch das kann man wieder halt entweder zu Hause machen, oder du kannst es auch einfach, wenn du am See bist, machen und setzt dich einfach auf den Steg und lass die Füße runterbaumeln. Das kann so schön sein. Und es gibt übrigens auch so Wassertretstellen, falls ihr das nicht kennt. Das ist eher so eine Heilanwendung, kommt irgendwie von Kneipp, heißt, man geht in kaltes Wasser und stampft da so rum, also richtig raus mit den Beinen und wieder rein. Und solche Tretstellen gibt es tatsächlich überall mal an irgendwelchen Bächen und so. Und das kann man nutzen. Also guckt mal, ob sowas vielleicht in eurer Nähe ist. Ansonsten tut es auch in See, wo ihr kniehoch reingeht. Oder eben, wie gesagt, die Schüssel, der Eimer, die Badewanne zu Hause. Also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Aber Abkühlen der Füße ist einfach wirklich schön. Und das regt auch so ein bisschen den Kreislauf an, was halt auch wirklich ganz angenehm ist. Denn ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe schon manchmal Probleme mit dem Kreislauf im Sommer. Und ich glaube, das geht ganz, ganz vielen so. Und da ist das manchmal ganz gut, wenn man so ein bisschen den Körper dabei unterstützt. Apropos Füße, bleiben wir doch gleich mal dabei. Ich finde, ein mega Selfcare-Ding ist auch Barfußlaufen. Das macht so Spaß, das weckt irgendwie so Kindheitserinnerungen, das hat irgendwie so was Spielerisches und das tut dem Körper mega gut, weil eben die ganze Muskulatur im ganzen Körper gefördert wird, weil man ja viel mehr ausbalancieren muss. Man ist viel achtsamer, viel konzentrierter und kann dabei nicht so viel an anderen Kram denken, den man mal loswerden will. Deswegen ist Barfußspazierengehen einfach richtig cool, sowohl für den Körper als auch für den Geist. Und das mache ich tatsächlich total gerne. Schaut natürlich, dass ihr irgendwo lauft, wo es vielleicht ein bisschen gefahrenfrei ist, also wo keine, weiß ich auch nicht, Glasscherben und Kippen rumliegen, ne? Also sowas vielleicht nicht. Aber ansonsten kann man das theoretisch überall machen, selbst auch zu Hause. Aber so ein schöner Barfußspaziergang draußen ist auch wirklich sehr, sehr wertvoll. Und man kann das sogar noch ein bisschen ausbauen. Richtig wohltuend ist zum Beispiel so ein Spaziergang nach dem Regen. Also so, wenn ihr über das nasse Gras lauft. Oh, mega cool, wenn das von unten so feucht ist und das Gras so richtig schön weich ist. Herrlich. Oder auch morgens über den Morgentau.
Wirklich, probiert das mal aus, wenn ihr irgendwie Rasen in der Nähe habt, irgendwie eine kleine Fläche oder eine Terrasse oder so, wo irgendwas wächst, dann geht einfach mal morgens raus, barfuß und lauft mal ein paar Schritte. Es ist so schön, wirklich so schön. Aber auch warmer Sand kann schön sein, also wenn ihr mal an einem See, an einem Strand seid, einfach mal durch den Sand laufen, barfuß. Oder noch cooler, direkt so am Wasser langlaufen, in diesem Matsch, wo einem dann immer mal so wieder die Wellen vielleicht entgegenkommen, also wo die Füße mal so ein bisschen umspielt werden. Oder ihr geht sogar mal so ein bisschen rein ins Wasser, so ein bisschen so bis hier. Man kann so viel machen. Also wirklich, Leute, barfuß laufen, das ist einfach ein Erlebnis. Und wenn ihr noch eins draufsetzen wollt, besucht doch mal so einen Barfußparcours oder baut euch selber ein, wo ihr vielleicht so ein paar Steine hinlegt oder ein bisschen Holz, sodass man so ein bisschen Abwechslung hat für die Füße. Das ist ein super Erlebnis und trainiert, wie gesagt, die Füße und die Muskulatur im ganzen Körper und der Kopf wird mal ein bisschen frei. Also win, 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 wie immer. Jetzt ist aber genug mit Füßen, kommen wir mal zum Essen, denn auch Essen kann Selfcare sein. Ich glaube, das wissen wir alle, oder? Also, ich muss schon sagen, dass ich tatsächlich sehr viel mit Essen ausgleiche. Das ist genauso gut wie schlecht wahrscheinlich. Also, da kann man sich jetzt drüber streiten. Aber Selfcare, Punkt, Nummer, weiß ich auch nicht mehr was. Macht euch mal einen frischen Obstteller. Das ist wirklich, wenn jetzt der Sommer da ist, so schön, weil Obst grundsätzlich eher erfrischend ist. Also, es ist ja meistens relativ saftig und es ist süß. Es ist ein guter Snack. Und setzt euch einfach kurz mal hin, bereitet euch wirklich liebevollen Obstteller zu, schnippelt euch das alles zurecht und macht euch das richtig hübsch und dann setzt euch, keine Ahnung, auf den Balkon, auf die Couch, wo auch immer und genießt das einfach. Dann habt ihr so eine kleine Erfrischung, ihr habt ein paar Nährstoffe reingebracht, ihr habt ein bisschen Flüssigkeit in den Körper gebracht und eigentlich alles, was man so braucht und gleichzeitig freut ihr euch eben über diesen wundervoll angerichteten Teller. Und ich finde das einfach mega schön. Also es macht auch Spaß. Ich finde, manchmal macht es richtig Spaß, sich sein Essen auch so richtig dekadent zubereiten. Manchmal auch nicht, aber manchmal habe ich da echt Bock drauf. Und dann macht es auch gerne. Also das ist echt cool, weil man das dann doppelt genießen kann. Also wenn man dann weiß, oh, da habe ich mir richtig Mühe gegeben und das ist richtig schön geworden, dann kann man es auch richtig mitgenießen. Also nicht nur, dass es schmeckt, sondern auch dieses, wow, ich habe mir richtig Mühe für mich gegeben gerade. Meistens gibt man sich ja immer nur für andere Mühe, aber sich selbst lässt man so hinten runterfallen und das ist echt schade. Deswegen gebt euch Mühe für euch selbst, setzt euch hin, macht euch einen schönen Obstteller. Und falls ihr mal ein bisschen Abwechslung braucht, dann kann ich euch empfehlen, dann ein bisschen flüssige Schoko drüber zu machen. Also holt euch Schokolade, Kuvertüre, whatever, schmelzt die kurz an und dann macht das so da drüber. Ihr könnt natürlich auch ein Schokofondue machen, aber das ist dann wieder sehr übertrieben. Man kann es auch einfach so linienmäßig drüber machen, wisst ihr, was ich meine? So schön dekorieren. Und dann habt ihr überall ein bisschen Schokolade dran an dem Obst. Ich glaube, ich muss gleich schon wieder was essen gehen. Herrlich, das klingt doch schon lecker, oder? Also wenn das keine Selfcare ist, Leute, dann weiß ich auch nicht. Da kann der Kakao aus dem Winter auch nicht gegen anstinken. Bleiben wir doch direkt mal bei der Ernährung. Was man nämlich auch noch machen kann, sind so Sachen wie wohltuende Getränke oder auch leckere Smoothies und schöne, coole Bowls, so mit Eis oder Joghurt und vielen Früchten. Oh, mega, Leute, mega. Weil dadurch bekommt ihr eben noch mal ein bisschen Flüssigkeit rein und deckt so ein bisschen euren Nährstoffbedarf für den Tag, was im Sommer auch echt wichtig ist, damit euer Körper nicht zu kurz kommt und die mit der Hitze gut klarkommt. Deswegen macht das unbedingt. Und ihr könnt zum Beispiel bei den Smoothies oder auch bei den Bowls und Getränken mit so Sachen arbeiten wie Minze, die zum Beispiel kühlt, oder Salbei, der so ein bisschen hilft, weniger zu schwitzen. Und eventuell auch sowas wie Zitrone, die erfrischt. Also es gibt verschiedene Kräuter, Obstsorten und so weiter, die verschiedene Wirkungen auf den Körper haben. Guckt da gerne mal, also wenn ihr wisst, ich habe Probleme mit dem Kreislauf, dann guckt mal, welche Kräuter da helfen und packt die einfach mit rein, um eurem Körper eben was Gutes zu tun und ihn bei der Hitze zu unterstützen. Und Eis, Leute, und Joghurt ist sowieso wirklich, also das sind so coole Snacks, ne? Das kann man gesund machen und es gibt dem Körper so einen Mehrwert und es schmeckt einfach mega lecker. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal probiert habt, einfach so einen richtig leckeren Joghurt mit ganz viel Obst und vielleicht so ein paar Kakaonips oder so einfach anzurühren, ein bisschen Haferflocken dazu. Ich liebe das. Oder was auch richtig toll ist, ist so ein Ice Cream. Also habt ihr schon mal Eis gemacht aus Bananen oder eventuell aus Weintrauben?
Falls nicht, go for it. Jetzt. Wirklich, das müsst ihr gegessen haben. Schmeckt einfach lecker, kann man super für sich variieren und man hat immer gesundes Eis zu Hause. Und ich meine, was braucht man mehr im Sommer, oder? Und es, ich meine, das ist auch super günstig im Vergleich zu anderem veganen Eis, was man so zu kaufen kriegt, kann man das einfach super easy selber machen in wenigen Sekunden, würde ich fast schon sagen. Sagen wir Minuten. Ist okay, wir sagen Minuten. Und ich finde, das ist einfach so lecker und bietet so einen Mehrwert. Und man kann da einfach ohne Sünde essen, so viel man möchte, was cool ist. Wenn man gerne viel isst und es einem gerne lecker schmeckt. Deswegen, ja, meine Empfehlung an euch, macht euch mal Eiscreme selber aus Bananen oder aus Weintrauben zum Beispiel oder generell auch so aus Früchten, einfach so ein Fruchtpüree, gefrorenes. Es kann so lecker sein, Leute, es kann so lecker sein. Okay, hören wir auf mit dem Essen. Nächster Punkt. Hast du schon mal eine Siesta gemacht? In anderen Ländern ist das total üblich, nämlich da, wo es richtig heiß ist und man es einfach tagsüber nicht erträgt. Aber irgendwie ist das hier bei uns noch nicht angekommen, obwohl es hier teilweise auch so heiß ist, dass es einige nicht ertragen. Und gerade wenn du zu diesen Menschen gehörst, die damit echt Probleme haben, dann leg einfach mal eine Siesta ein. Heißt ungefähr, du machst eine Art Mittagspause. Heißt, du gehst nicht raus, sondern bleibst einfach mal zu Hause, fährst mal kurz runter und bist einfach bei dir. Vielleicht machst du einen kleinen Mittagsschlaf oder setzt dich ein bisschen hin und liest was und genießt einfach. Oder machst eine kleine Meditation, ja, also chillst einfach mal eine Runde, so mitten am Tag. Denn es ist auch nicht zu unterschätzen, zum einen, die Mittagssonne ist super heiß, da sollte man eh nicht unbedingt reingehen. Heißt, vielleicht meidest du die sowieso und bleibst in der Zeit eher zu Hause oder im Schatten. Aber auch so sind die Tage im Sommer ja viel, viel, viel länger als im Winter, ja. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Man ist dann immer noch so fit, weil es fühlt sich immer so an wie, ach, es ist ja noch Zeit, der Tag ist noch lang. Und irgendwie kommt dann so ein bisschen der Schlaf zu kurz, was theoretisch nicht schlimm ist, weil die Hormone das regeln, die dadurch entstehen, dass eben diese Helligkeit da ist. Aber es schadet auch nicht, sich zwischendurch mal so ein bisschen rauszunehmen, ein bisschen runterzukommen und ein bisschen neue Energie und Kraft zu tanken, um dann eben wieder voll durchzustarten. Deswegen, falls du noch nie eine Siesta gemacht hast, solltest du das unbedingt mal machen. Apropos unbedingt mal machen, wenn du das auch noch nie gemacht hast, dann solltest du unbedingt mal diesen Kanal abonnieren. Also flitz mal kurz runter, drück auf den Abo-Button und aktiviere die Glocke und dann teile das Video und like das und so weiter. Das wäre super, aber weiter geht's mit dem nächsten Punkt. Das ist jetzt vielleicht ein etwas unkonventioneller Selfcare-Tipp, aber versuch's doch mal mit Lesen. Ich finde einfach, dass Selfcare nicht unbedingt immer heißen muss, Gesichtsmaske und Gurke auf den Augen, sondern Selfcare ist ganz, ganz vielseitig und letztendlich geht es darum, sich selbst was Gutes zu tun, sich mal ein bisschen aus dem Alltag rauszunehmen und ein bisschen runterzukommen und einen Ausgleich zu schaffen. Und wenn du gerne liest, dann schnapp dir dein Buch, dein Lieblingsbuch am besten und ab geht's auf die Couch, auf die Terrasse, auf den Balkon, an den nächsten See, in den Park, wo immer du willst und genieß es einfach. Leg dich hin, setz dich hin und lese einfach eine Runde. Und es kann auch die Tageszeitung sein, wenn es dir Freude macht, ja? Also nimm dir einfach mal diese Auszeit. Du kannst auch einen Film gucken stattdessen. Also wenn du jetzt nicht so eine Leseratte bist, dann einfach mal deinen Lieblingsfilm schauen oder so, ja? Und einfach mal so ein bisschen runterkommen. Denn letztendlich geht es eher darum, mal den Kopf abzuschalten und sich so ein bisschen in eine andere Welt zu beamen, wo man eben nicht die ganze Zeit in diesem Hamsterrad drin ist, sondern eben wirklich mal komplett rauskommt. Und das kann Lesen super erschaffen, weil man sich mit Lesen oder auch mit Hörspielen vielleicht oder mit Filmen in eine andere Welt katapultiert, wo man dann so unterwegs ist und wo man sich dann so reinträumt und sich das am besten so richtig vorstellt. Und ich glaube, für mich, meine Meinung, dass das wirklich ein super Selfcare-Ding ist. Ihr könnt gerne mal reinschreiben in die Kommentare, wie ihr darüber denkt. Aber wenn es nach mir geht, Leute, nehmt euch euer Buch, schnappt euch vielleicht noch ein tolles Getränk und dann steht eurer Me-Time nichts mehr im Weg und es kann losgehen. Apropos losgehen, geh doch mal in den nächsten Wald und probier's mal mit Waldbaden. Kurzer Disclaimer, dass sie hat nichts mit Schwimmen und Wasser zu tun. Also falls du nicht schwimmen kannst oder nicht gerne ins Wasser gehst, bist du hier safe, keine Sorge, hier geht es um was ganz anderes und zwar um den Wald. Darum, im Wald zu sein und sich dann eine Weile aufzuhalten und eben ja von der Atmosphäre und der Energie zu profitieren, die dort herrscht, davon
dass die Tiere um einen rum sind, dass die Bäume dort sind und eben einfach so ein bisschen aufzutanken. Und wenn ihr das noch nicht probiert habt, solltet ihr das auf jeden Fall mal machen, denn das ist echt mega entspannend und macht einfach auch glücklich. Du kannst dort stundenlang sein und alles einfach machen. Also du gehst dorthin, du kannst spazieren gehen, du kannst dich an einen Baum setzen, einfach mal runterkommen, vielleicht auch wieder ein Buch lesen, ja? Du kannst ein Picknick im Wald machen, du kannst Tiere beobachten. Es kann einfach so, so schön sein auf so vielen Ebenen. Und ihr werdet merken, der Wald kann einem echt so viel bieten. Und der Witz ist, das Ganze ist auch noch umsonst. Also geh einfach in den nächsten Wald. Der steht dir offen, du musst einfach nur hineingehen und das geht los. Ja? Also du musst keinen Eintritt bezahlen, es kostet dich nichts, du brauchst kein Equipment und es geht einfach direkt los. Ich liebe das. Und deswegen muss ich sagen, Waldbaden ist auf jeden Fall ein mega Selfcare-Tipp. Und deswegen habe ich mir den auch zum Schluss aufgehoben, weil das, glaube ich, immer noch viel zu wenig Leute machen und viel zu wenig Leute kennen. Und alle von euch, die oft im Wald sind, weil sie Pilze sammeln oder weil sie einfach gerne spazieren gehen, weil sie vielleicht Tiere haben oder so, die wissen, das kann echt erholsam sein und das ist irgendwie so eine ganz andere Welt, in die man da eintaucht. Und ich glaube, das sollte man einfach nutzen. Also, wie gesagt, probiert das wirklich aus. Ich kann das echt nur empfehlen. Das ist richtig, richtig schön. Und man kann auch noch ein bisschen was lernen über die Tiere, über die Natur, vielleicht über Pflanzen, die da sind. Vielleicht guckst du mal nach Pilzen, die du sammeln könntest. Vielleicht guckst du mal, was man für Wildkräuter essen könnte, ja? Und fummelst dich da einfach mal so ein bisschen durch. Vielleicht nicht gleich alles in den Mund stecken, aber einfach mal so ein bisschen Wissen darüber aneignen, ist auch eine coole Sache. Und so kann man einfach stundenlang im Wald verbringen und ihr werdet merken, das ist richtig, richtig wholesome. Okay, Leute, das waren meine Tipps für Sachen, die ihr machen könnt, um ein bisschen Energie zu tanken, jetzt in der heißen Jahreszeit, um euch was Gutes zu tun und einfach auch jetzt eure Selfcare-Momente zu bekommen. Schreibt gerne mal unten rein, was ihr so macht, um euch Gutes zu tun. Das würde mich mega interessieren. Vielleicht kenne ich ja da auch das eine oder andere noch nicht. Ich würde mich da gerne von euch inspirieren lassen, denn Leute, Selfcare kann man nicht genug machen. Man sollte immer auf sich aufpassen, für sich sorgen. Wir haben nur diesen einen Körper hier und den gilt es gut zu behandeln, genau wie die Seele und alles, was mit uns irgendwie zusammenhängt. Deswegen kümmert euch um euch, seid gut zu euch, achtet auf euch, trinkt genug, macht's euch schön und schafft euch einen Ausgleich zum Alltag. Und dann sehen wir uns am nächsten Mittwoch oder Freitag oder wann auch immer ihr wollt zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.